Hallo ihr Lieben, ich wieder alleine, das hat einen Grund, Uli ist wieder Arbeit und ich bastle. Was nach dem Intro? Jeder, der schon mal in einen Rotcar reinguckt hat, weiß, der ist nicht gerade begnadet mit so einem Ambiente-Licht. Das ist einfach nur das Nötigste hier drin. Also das sind hier diese Deckenleuchten und das war es eigentlich schon. Also wenn man hier so ein bisschen, ich sag mal, Farbe reinkriegen will, ein bisschen Ambiente, da muss man schon ein bisschen was basteln. Jetzt habe ich aber nicht vor, hier alles auseinanderzureißen und hier irgendwelche Lichtdinger zu ziehen. Und ich habe da eine Lösung gefunden. So ähnlich hatten wir es schon. Allerdings war das ein bisschen primitiver im Aufbau. Und man musste diese kleine komische Fernbedienung da immer haben, die so hässlich ist so. Und das funktioniert nicht so richtig wegen Infrarot und alles blöd. Aber jetzt haben wir eine andere Lösung gefunden. Und diese Lösung ist... hier. So. Was genau? Werdet ihr gleich sehen. Ich bastel jetzt mal ein bisschen. Ich habe jetzt schon hier im Schrank ein Löchlein gemacht. Aber ganz unauffällig hier oben. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und da habe ich ein USB-Kabel reingelegt. Ganz unauffällig. Dann habe ich eine kleine Steckdose da reingelegt. Die ist hier vorne angeschlossen. Also an unserem USB. Und jetzt hoffe ich mal, dass das alles funktioniert. Ihr werdet sehen. Also ich fange dann jetzt mal an. Lasst euch überraschen. So. Ich weiß natürlich, es gibt Experten unter euch, die würden das natürlich ganz anders machen, aber das ist jetzt erstmal für uns. Und eine relativ einfache Lösung, um, ich sag mal, um so ein bisschen Ambientlicht reinzukriegen, sind nun mal eben Strips. Aber es gibt so andere, so ganz besondere RGB-Strips. Das sieht ja so aus, hier vorne sehen wir nochmal da drauf, da steht das, RGB-Strips. Und das Ergebnis ist dann jenes. Natürlich nicht das, das ist die Luke. Ist jetzt ein bisschen zu hell hier drin. Aber man kann es so ungefähr sehen. Das haben wir auf beiden Seiten schön symmetrisch. Aber der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass man da keine normale... Oh, ich denke jetzt mein Smartphone. Das ist nicht das Geheimnis. Mein Smartphone ist weg. Leute, ich habe mein Smartphone verloren. Ich suche mal eben mein Smartphone, dann sehen wir es wieder. Und schon habe ich es noch gefunden. So. Sollen wir mal gucken. Drei Anrufe verpasst. Auch schön. Das ist aber nicht das, was ich euch zeigen will. Und zwar... um die Spannung ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Es gibt da eine App, die heißt Lotus Laternen. So, wenn ich die aufrufe, habe ich jenes Teil hier. Könnt ihr das gut sehen? Im Hintergrund habt ihr jetzt die Beleuchtung. Und wenn ich da jetzt, Moment, ich mache das mal hier so, da drauf gehe, dann wird es zum Beispiel schon mal grün. Wie kriege ich das am besten hin, dass ich euch das zeigen kann? So, also in allen Farben lässt sich das einstellen. Man kann aber auch, wenn man faul ist, einfach hier unten tippen. Dann sind die Vorbilder vorgespeicherten. Das ist besonders schön, wenn man so andere Sachen vorhat. Da ist das man auch viel besser geeignet für. Also, ich meine jetzt ausruhen. Was denn sonst? Aber es gibt auch dieses schöne Licht hier und das ist, naja, ein ganz angenehmes Licht. Das haben wir vorher bei dem anderen auch schon gehabt. Und das ist eigentlich ganz in Ordnung. Hier an dem, ich mache das mal so, halt mal hier runter. So. Moment, dass wir keine Einstrahlung haben. Ach so, schön. So. Da ist ein Ausschalter. Zack, da schalte ich das Ding an und aus. Hier kann ich nochmal einen anderen Radius wechseln hier, wo ich das mischen kann. So, hier kann ich in den Weißbereich gehen. Jetzt hat das allerdings nur RGB, also man kriegt es ungefähr nur gemischt. Und hier unten habe ich nochmal andere Modi. Stroboskop-Effekt
Ist natürlich keine Sache, die man hier unbedingt braucht, aber es ist dabei. Und für die Musik ist natürlich auch gesorgt, wenn ich jetzt Musik hier anmache. Dann sieht das so aus. Ich zeige dann nochmal. Oh, so. Haben wir eine kleine Disco reingebaut. Aber dafür ist es nicht gedacht. Oh, seht ihr mich wieder? Es ist eigentlich dafür gedacht, dass wir ein halbwegs schönes, sieht das aus? So, halbwegs schönes Ambiente-Licht haben, dass das nicht alles so hell ist. Oh, das ist auch gleich die Uli. Die kommt mich jetzt nach Hause. Bin ich mal gespannt, was die dazu sagt. Das verbauen wir ganz einfach. Ich wollte aber noch mal eben zeigen. Das ist nicht einfach nur so ein Strip. Das ist so, ich hoffe, ihr das sehen könnt. Das ist so mit so einem Gummi so aufgebaut. Sehr flexibel. Dadurch ging das auch schön in den Bogen hier rein. Und das klebt auch gut. So, machen wir nochmal. Die Schafe, Moment. Also, dadurch konnte ich jetzt schön in den Bogen reinkriegen hier. Ja, und hier mit dem Kabel ist auch dabei. Und das Ganze läuft alles über USB. USB hat ja jeder in seinem Wagen, denke ich mal. Und somit ist das super für uns zu bedienen. So, der eigentliche Clou ist, das Ganze hat 19,95 € gekostet. Und so schnell kriegt man keine Ambientebeleuchtung für so kleines Geld. Uns reicht's. Ob es euch reicht, schreibt mal in die Kommentare. Also ich spreche jetzt nicht die Autofrickler an, die wirklich, ja, ich sag mal, Vanlife machen und alles so vom Feinsten ausbauen. Das ist jetzt unser schmaler Standard, und wenn ihr selber auch mal schnell was machen wollt, das ein bisschen halbwegs nett aussieht, muss ja nicht unbedingt in der Leiste sein, dann ist das eine gute Wahl. Wie gesagt, 19,95 €, ich verlinke das mal unten. Ich hoffe, ich kann das irgendwie verlinken, kriege ich hin. dann könnt ihr das sehen. Ich mache jetzt nochmal die Tür hier zu, damit es ein bisschen dunkler wird. Und dann könnt ihr sehen, das kommt schon ganz gut. Also, ich bin da eigentlich ganz glücklich mit. Ich vermute mal die Uli auch, weil die ist ja auch von der bescheidenen Art. Ja, und somit, Moment, mit dem schönen Geflacker beenden wir das Ganze. Und ich gebe mit der Uli Bescheid, dass er nach Hause kommen darf. Bis später. Heute ist die Uli da und sie weiß noch gar nicht, was sie erwartet. Und jetzt guck mal. Und ich sage jetzt nicht alter Falter, ich sage junger Falter. Ich hoffe, du lässt mich nicht raus. Nein. Und jetzt kannst du mit der App, kannst du das dann hier verändern. Da können wir auch eine Puffbeleuchtung machen. Willst du haben? Da ist rot. Nee. Rot. Vielleicht kannst du das so drücken. Ja, das ist natürlich... Ja, das ist rot, ne? Oh, das ist schick. Das ist gut, ne? Und alles schön übers Handy verdienen. Ja. Wow. So. Gut, es ist weiß, natürlich nicht gleich weiß. Kann man so sehen. Aber so haben wir unsere Möglichkeiten. Ich finde das hier, warte mal, das hier eigentlich am schönsten. So. Ist auch kommt dem nahe, was wir früher hatten, ne? Ja. Oder ist schick. Ist echt schön. Wir werden richtig modern. Ja. Also, abgenommen. Abgehakt. Abgenommen. Abgehakt. Gut, super. Für kleines Geld. Junger Falter. Warte mal, mein Licht anmachen. Nee, das ist das Falsche. Was möchtest du denn fahren? Ich kann das auch anmachen. Ja, mach doch mal an. Wir haben nämlich immer das Verkehrte. So, Uli gefällt es. Aber für 20 € eine ambiente Beleuchtung. Und alle Kabel so verlegt, dass man nichts sieht davon. Und dass sie auch irgendwo hängen bleiben. Ja, und ganz wichtig ist, dass keine Kabel oder irgendwo so Empfangsgeräte hier oben in dem Einzugsbereich sind. Weil das hatten wir vorher und dann konnte man gar nicht mehr richtig bestücken. Und wenn man irgendwie was rausgenommen hat, ist man immer irgendwie hängen geblieben und hat was rausgezogen und kaputt gemacht. Was ich gemacht habe. Tja. Aber das ist gut. Und jetzt? Jetzt können wir sagen... Hat funktioniert. Tschüss in die Ferne. Tschüss in die Ferne. Denkt an die Kommentare. Achso, und abonnieren nicht vergessen. Oh.
und Daumen hoch. No? Ja. Tschüss.